walked into the room dripping in gold. Servus Leute, Alomo hier und willkommen zu einem neuen Black Ops 3 Video auf meinem Kanal. Tag Nummer 2 der Beta hat begonnen. Wir sind jetzt quasi auf am Donnerstag auf der Jagd in Suchen und Zerstören heute mal. Auf Combine wird das Ganze stattfinden und ja, ich wollte jetzt einfach mal ganz kurz so meinen ersten Eindrücke nach 24 Stunden oder fast 48 Stunden, weil die Beta kam mir tatsächlich in der Nacht zum Mittwoch schon raus. Search and destroy. Ja, einfach mal so meine Meinung ein bisschen euch mitteilen. CSMO. Und schauen wir mal, was wir hier so reißen. Ich spiele alleine, also ohne Team. Das heißt, die Kollegen, die hier mit mir drin sind, die hören mich alle nicht. Und werden mir vermutlich auch keine große Hilfe sein. Aber schauen wir mal. So. Also das bisherige Feeling von Black Ops 3 ist richtig, richtig gut. Es macht richtig, richtig, richtig viel Spaß. Da, den haben wir. Hey, Kollege. Aha, habe ich dich. Also. Der erste Tag von der Beta ist rum. Ich bin Level 24. Ja, genau, Level 24 von 28. Das ist das maximale Level, was aktuell verfügbar ist. Vermutlich wird das Ganze noch angehoben. Ich hoffe es zumindest. Also die Gerüchte gehen um, dass das Level noch angehoben wird. Auf zumindest 30. Das bedeutet, der Orbi wird verfügbar sein. Und ja, das ist ein Moment, worauf sich ganz, ganz viele natürlich freuen, wenn der Orbi dann verfügbar sein wird. So vor allem die Schwitzer wie ein Miskabasa und so weiter, ihr wisst, die werden dann Orbi-Drohne und Kondadrohne spielen. Ah, wo kommst denn du her, ey? Da deckt mir wirklich kein Teammate den Rücken. Okay, doch, da war einer. Sarah, K.I. Also, oh, du bist der Beste. Mr. Memo, ich bin stolz auf dich. Hey, good job, CDP. Do it again and let's go home. Alles klar, gut gemacht. Threat neutralized. So, also, das Level Cap wird vermutlich nochmal angehoben. Und ich freue mich jetzt vor allem, wenn ich bei Level 28 dann die M8A7 freischalte, weil das scheint so von den meisten die Lieblingswaffe zu sein, wenn man es einmal freigeschaltet hat. Bisher ist es meine Manowar, die ich hier spiele, als Scorestreak, oder beziehungsweise nicht Scorestreak, sondern als Specialist habe ich mir so ein bisschen den Annihilator angewöhnt zu spielen. Komm jetzt, hol den, Teammate, hol den. Hol den, hol den. Auf, oh, sei ein braver Teammate. Na, ihr wollt doch bestimmt nach hinten raufkommen. Ihr beiden roten Punkte, die da die ganze Zeit. Ja, nein, vielleicht. Denk nicht, ich hätte dich nicht gesehen. Aha, Junge! Puh, das war knapper, als ich mir gewünscht hätte. Aha, so, also. 4-1, läuft. Aber auf die M8A7 freue ich mich jetzt riesig, wenn ich die dann gleich, oder
ja, in, ich denke mal, ein paar Stunden freigeschaltet habe. Bis dahin ist der Manowar definitiv die beste Wahl, die man hier im Spiel wählen kann, was das Sturmgewehr angeht. Zumindest meiner Meinung nach, und ich glaube auch viele, die ich bisher getroffen habe, die meinten, die Manowar ist mit die beste Waffe. Aber letzten Endes kommt es natürlich auf euer Gefühl an, was ihr denn so gerne habt. So, jetzt machen wir was Riskantes. Alle hopp. Alle hopp. Nein. Oh, fuck. Was war denn das? Oh mein Gott, nee, ey. Okay, also das zeichnet man als typischen Fail. Ah. Alles klar. Ja. Oh gut, immerhin hat ihn. Quit feeling sorry for yourself. Auch wenn es nichts gemacht hat. More work to do. So, oh, die Runde ist gleich schon vorbei, sehe ich gerade. Also hier in SFZ, in Black Ops 3 ist es ja so, dass das Ganze nur bis 4 Punkte geht. Das heißt, die SFZ-Runden können ziemlich schnell vorbei sein. Anders als in anderen CODs, wo es ja bis 6 gehen Public. Ich denke, in der Liga wird es auch bis 6 gehen in SFZ. Und, ja, also mein erster Eindruck so nach einem Tag Beta ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr positiv. Ich freue mich riesig. Ja, da ist einer nach rechts gegangen. Denke ich, ich habe ihn nicht gesehen. What the fuck? Alles klar. Krasser Scheiß, die wurde mir nicht angezeigt. Fucking fuck, fuck. Ja, hättest du gerne, mein Manowar, die hättest du gerne. So. Ja, da oben ist er, oben an der Treppe, oben an der Treppe. Ah, okay, vielleicht doch nicht oben an der Treppe. Ha, nice Teammate, alles klar. Also, 5-3 der Endscore für mich. Und, ja, lasst doch mal unten in den Kommentaren auf jeden Fall eure Meinung da, wie ihr Black Ops 3 denn so findet, wenn ihr es zockt. Ich freue mich riesig, wenn das Spiel rauskommt. Die Beta hat noch die eine oder andere Macke, vor allem jetzt gestern gab es viele, viele Probleme, was das Matchmaking anging. Also mal teilweise eine halbe Stunde eine Lobby gesucht und einfach nichts gefunden. Das wurde dann irgendwann im Laufe der Zeit behoben, aber war trotzdem sehr ärgerlich und... aber ich denke, das darf kein Problem sein im eigentlichen Spiel später. Und auch in der Beta, denke ich, haben sie das mittlerweile gefixt. Und ja, ansonsten viel gibt es nicht zu sagen aktuell. Ich werde mal die nächsten Tage noch weiterspielen. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr euch auf weiteres Gameplay freut. Hier übrigens meine Sets. Ihr seht, ich bin knapp im negativen Bereich. Aber da werde ich auf jeden Fall noch rauskommen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ein neues Black Ops 3 Video kommt. Und in diesem Sinne, haut rein, euer Alomo.